herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. In diesem Photoshop-Tutorial möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie sich so einen Banner erstellen können. Und das Ganze aus nur einem Bild. Und ich habe dazu mal ein Banner von Hit Girl erstellt, von dem neuen Film Kick-Ass. Und dazu habe ich dieses Bild hier genommen. Und alles, was Sie hier sehen bei diesem Banner, habe ich aus dieses eine Bild hier gemacht. Und dann wollen wir mal anfangen. Als erstes erstellen wir ein neues Dokument, gehen auf Datei, neu und nehmen hier also wir stellen hier auf Pixel und nehmen hier die Breite von 1500 Pixel und die Höhe von 400. Bestätigen dies mit OK. Als nächstes gehen wir in unser Bild. Kann jedes beliebige Bild sein und als erstes werden wir jetzt Hit Girl hier aus oder frei stellen. Dazu gehen wir auf unser Schnellauswahlwerkzeug, was Sie hier links finden. Vergrößern mit der Raute-Taste unseren Pinsel oder unser Auswahlwerkzeug und machen eine grobe Auswahl von Hit Girl. So. Dann hier machen wir etwas mit der Öltaste etwas kleiner. Machen dann von dem Stab hier. So, jetzt sieht man, dass er hier viel zu viel ausgewählt hat. Drücken wir die Alt-Taste, halten die gedrückt und erreichen dieses Minus-Symbol. Und damit können wir unsere Auswahl verkleinern. So, hier noch bei den Schuhen. Das muss auch hier alle wieder weg. So, den ganzen Umhang brauchen wir. Hier machen wir etwas weniger. Bei den Haaren hier noch etwas mehr. So, es muss eine grobe Auswahl sein, so in der Art. Dann gehen wir oben auf Kante verbessern. Und haben jetzt schon fast das perfekte Ergebnis. Ich habe jetzt hier, kann ein bisschen umstellen mit dem Radius. So etwa. Runde ich das noch etwas ab. So. Da habe ich jetzt Smile Radius aktiviert. 3,2 Pixel Radius. Abrunden habe ich 34, weiche Kanten 1,8 Pixel. Kontrast 22% und verkleinern und erweitern minus 35. Hier können wir New Layer with New Layer Mask, das ist egal. Okay. Jetzt drücken wir einmal die Steuerungstaste und drücken einmal auf diese Maske hier. Gehen auf unser Originalbild wieder hier drauf. Legen Maustaste und drücken einmal STRG und C. Dann gehen wir in unseren Banner, den wir schon hier erstellt haben, STRG und V. Jetzt haben wir Hit Girl hier freigestellt. Drücken nochmal Alt STRG und Z. Damit wir nochmal alles weg haben. Erstellen jetzt eine neue Ebene, drücken dann nochmal STRG und V, kopieren das hier hinein. Nennen diesmal um in Hit Girl. So, und blenden das erstmal aus. Machen uns wieder eine neue Ebene. Nennen das jetzt mal, blenden das auch um. Na, so in Textur. Gehen wir zurück in unser Bild. STRG und D die Auswahl aufheben. Das können wir hier ausblenden und den Hintergrund wieder einblenden. Nehmen hier oben links unser Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Wenn Sie nicht haben, mit der rechten Maustaste hier draufklicken. Und wählen uns jetzt hier eine Textur aus, die wir jetzt nehmen für unseren Hintergrund. Ich nehme jetzt mal den hier. Wenn Sie dies ausgewählt haben, auch darauf achten, dass Sie auf dem Hintergrund hier sind. Drücken STRG und C zum Kopieren. STRG und V wieder einfügen. Drücken STRG und T. Und mit dem Freitransformieren ziehen wir das erstmal ganz groß. Das kann ruhig, es muss jetzt nicht perfekt anliegen, sondern es kann ruhig schon etwas hier rüber liegen. So in etwa, bestätigen das mit Enter. Als nächstes müssen wir jetzt ein paar Filter benutzen. Als erstes gehen wir auf hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Hier habe ich einen Wert von minus 18 und einen Abstand von 38 Pixel. Das können Sie natürlich frei
selber noch ausprobieren und eine freie Auswahl hier nehmen, was sie gerne haben möchten. Bestelle ich dies mit OK. Danach gehe ich wieder auf Filter, Strukturierungsfilter und auf mit Struktur versehen. Hier habe ich folgende Einstellung. Mit Struktur versehen ist ja der Filter, den wir gerade haben. Struktur Leinwand, Skalierung 100%, Reliefhöhe habe ich 4, Licht oben, Umkehr nicht aktiv. Drücke OK. Dann nehmen wir noch einen dritten Filter. Wir gehen hier auf Filter. Dann gehen wir auf Rauschfilter und Staub und Kratzen. Hier wählen wir einen Radius von 43 Pixel, den schnellen Wert von 168 Stufen. Drücken wieder OK. Als nächstes blenden wir unser Hitgirl ein, schieben diese Ebene von den Hitgirl über unsere Textur, passen unser Hitgirl an. Machen wir das mal so in etwa, oder ja, so lassen wir das. Einfach hier rechts in die Ecke, machen dann eine neue Ebene schon mal. Gehen dann auf unser Textwerkzeugsymbol. Gebe ich jetzt mal Hit, na alles groß geschrieben, Hit Girl an, ein. So. Vergrößere das mit STRG und T. So in etwa. Gehe dann wieder in unser Bild hier. Drücke STRG und D, um die Auswahl wieder aufzuheben. Nehme hier oben das Pipettenwerkzeug und nimm mal die Farbe hier von der Schrift. Die haben wir dann hier. Gehen wir auf unseren Banner. Nimm unser Textwerkzeugsymbol. Markiere alles und aktiviere hier die Farbe. So. Nimm wieder Auswahlwerkzeug und ziehe das wieder richtig. Als nächstes gehe ich in den. Mache ich hier einen Doppelklick auf Hit Girl, bis auf diese Ebene von Hit Girl. Diese Textebene. Gehe in den Ebenenstil und stelle einen Schlagschatten ein. Für Methode multiplizieren, Deckkraft 75%. Mit diesen Einstellungen, Abstand 5 Pixel, überfüllen 0%, Größe 5 und den Rest lassen wir auch so. Und eine Struktur, Größe 3 Pixel, außen, Füllmethode normal, Deckkraft 100%, Farbe schwarz. Drücke OK. Kann das hier einfach so verschieben. Lassen wir das mal so. Als nächstes erstelle ich eine neue Ebene. Neue Ebene. Nehmen hier oben links das Auswahl-Ellipse-Werkzeug und zwar das Runde. Wenn Sie es nicht haben, rechtsklick hier drauf und dann auswählen. Ziehe. Na, jetzt geht es hier nicht ganz. Ziehe ein. So einen Kreis über unsere Schrift. Vergleichmäßig. Und zwar die Hälfte der. Ungefähr die Hälfte der Schrift hier bedeckt. Gehe. Nimm die Farbe weiß. Nimm das Füllwerkzeug, was Sie hier links finden. Und fülle dies weiß. Als nächstes kann ich diese Auswahl aufheben mit STRG und D, gehe hier in die Deckkraft und stelle für diese Ebene die Deckkraft auf 33%. Als nächstes gehe ich auf die Schriftebene von Hit Girl, drücke die STRG-Taste und drücke auf dieses Symbol hier mit dem T für die Schrift. Dann habe ich diese Schrift hier markiert. Als nächstes gehe ich auf Auswahl, Auswahl umkehren. Gehe dann auf die Ebene 2, wo wir unseren Kreis erstellt haben, und drücke Entfernen. Drücke STRG und D, um die Auswahl aufzuheben. Und somit haben wir so einen leichten Effekt über unsere Schrift. Und somit ist unser Banner fertig. Wir haben aus einem Bild, und zwar aus diesem Bild jetzt, ein Banner erstellt in kürzester Zeit. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.